Herzlichen guten Abend im Salon Luitpold. Mein Name ist Stefan May, ich darf den Gastgeber geben. Und wir haben heute zu unserer Zierde zwei wunderbare Damen eingeladen, die Sie alle erhört haben und Sie mit ihrer Anwesenheit beglücken werden heute Abend. Die meisten von Ihnen kennen unser Format. Wir werden 60 Minuten Ihnen beiden zuhören. Ihrer Diskussion über dieses wunderbare Buch, das wir übrigens auch im Büchertisch für Sie bereithalten. Und unabgestimmt sage ich einfach, Sie sind bereit, auch Widmungen zu machen, oder? Wunderbar, sehr schön. Insofern, das nächste Weihnachten kommt bestimmt, aber es gibt sicher auch viele tolle andere Anlässe. Das Buch ist vom Piper Verlag und ich merke gerade aus dem Augenwinkel heraus, dass Felicitas von Löwenburg da ist, die uns vor 3-4 Jahren schon mal beehrt hat und diesen wunderbaren Verlag leiten darf. Toll, dass Sie da sind. Große Freude. Sie hätten mich auch briefen können. Beim nächsten Mal machen wir das nochmal anders. Ja, also es geht heute um das Thema, ich möchte lieber nicht eine Rebellion gegen den Terror des Positiven. Wir haben uns überlegt mit dem Verlag gemeinsam, dass wir jemanden an die Seite von Frau Schreiber setzen, die Frau Schreiber auch so ein bisschen challengen kann, die das Buch verstanden hat, die weiß, wovon sie redet. Die Frau Rausch ist nämlich unter anderem Sozialpsychologin, das hat mich sehr beeindruckt. Ich habe selber mal ein paar Semester da reingeschnuppert neben meinem Volkswirtschaftsstudium und dachte mir, eigentlich ist es viel spannender als Volkswirtschaft. Aber warum auch immer, ist es dann das doch nicht geworden. Sie hat aber auch Pädagogik studiert und neue deutsche Literatur. Sie ist Münchnerin, sie auch auszeichnet, muss man auch erwähnen. Das ist keine Selbstverständlichkeit mehr hier heutzutage. Sie ist Lektorin, freie Redakteurin und Literaturvermittlerin. Sie gibt Workshops, literarische Workshops, Seminare, Fortbildungen und konzipiert und moderiert Lesungen. Und sie hat spannenderweise schon 2007 hier gewirkt, da war allerdings ich noch nicht da, und hat hier eine Veranstaltung zum Thema Literaturhaus trifft, Hotel, mit dem Lüpperblock gemeinsam organisiert. Und jetzt sind wir inzwischen kein Hotel geworden, fühlen uns aber trotzdem wohl hier und ich hoffe, es geht Ihnen auch so. Und ja, wenn Sie den Impuls verspüren, die beiden Damen eine Frage zu stellen, Betonung liegt auf Frage, dann, wie gesagt, nach circa 60 Minuten würde ich zu Ihnen kommen mit dem Mikro. Voilà, und jetzt geht der offizielle Teil los. Schön, dass Sie da sind. Ich wünsche Ihnen eine gute Unterhaltung, aber auch Impulse. Und ich will unbedingt heute nach Hause gehen mit mehr Know-how zum Thema, Zitat, Optimismus ist ein Mangel an Informationen. Das beschäftigt mich. Ich freue mich drauf. Ja, vielen Dank, Herr Mayer. Also als Sozialpsychologin wurde ich tatsächlich noch nie vorgestellt. Ich habe ein bisschen, wie Sie, auch ein bisschen Sozialpsychologie studiert. Also der Schwerpunkt ist doch eher die Literaturwissenschaft und die Pädagogik. Aber es stimmt, die Sozialpsychologie war durchaus gefordert, diesmal beim Lesen und bei der Vorbereitung. Also auch von mir ein ganz herzliches Willkommen zu dieser Buchpremiere. Es ist eine große Freude, endlich mal wieder eine Live-Veranstaltung moderieren zu dürfen, dabei zu sein und vor allen Dingen auch so einen tollen Gast zu haben. Herzlich willkommen, liebe Juliane. Wir haben uns anlässlich der Veranstaltung kennengelernt, haben aber beschlossen, auf der Bühne das kollegiale Du zu verwenden. Also nur genau, dass Sie wissen, wie wir sozusagen zueinander stehen. Also wir haben uns wirklich erst jetzt während der Vorbereitung kennengelernt. Genau, und jetzt darf ich Ihnen Juliane Marie Schreiber kurz vorstellen. Sie ist im Jahr der Deutschen Wiedervereinigung in Ost-Berlin geboren, hat Politik und Soziologie in Berlin und Paris studiert, mit Schwerpunkt internationale Beziehungen, und hauptsächlich beschäftigt hast du dich dann oder schwerpunktmäßig beschäftigt mit dem Thema asymmetrische Kriegsführung und Terrorismus. Und heute lebt sie als Politologin und freie Publizistin in Berlin. Sie
forscht, spricht und schreibt über Krieg, Terror, Gewalt, Macht der Narrative und Manipulation durch Bilder. Also durchaus schwere Themen. Dein erstes Buch ist 2018 erschienen, Bilder als Waffen. Wurde auch gleich ausgezeichnet. Der Titel ist so, der Titel dieses sicherheitspolitischen Wissenschaftspreises, wie heißt der nochmal? Also ich traue mich gar nicht, ihn auszusprechen, weißt du es gut? Aquila Ascendens. Okay, was heißt denn das? Ich glaube, aufsteigender Adler oder so. Ah, okay. Ja, müsste ich, ja. Ein aufsteigender Adler. Genau, also in dem Buch hast du dich mit neuen ästhetischen Methoden der Kriegsführung beschäftigt und hast dort auch aufgezeigt, wie wichtig es speziell für Medien ist, kritisch mit Bildern umzugehen. Finde ich auch einen ganz spannenden Aspekt, der auch durchaus mit in das Buch mit einfließt, denke ich. Und schreibst auch selber journalistisch und auch hier möchte ich einfach so ein paar Themen erwähnen, damit Sie da auch so ein bisschen einen Eindruck von dem Spektrum bekommen. Also einmal, du veröffentlichst im Philosophie-Magazin, in der Welt, beim Freitag und für ZDF Heute hat sie 2021 über internationale Waffenlieferungen geschrieben und auch über Putins sogenannte Schattenarmee mit Einsätzen in der Ukraine, Libyen und Syrien. Also wie gesagt, das war schon vor einem Jahr. Und zu Beginn der Pandemie 2020, da hast du dich auch mit der Macht der Bilder, gerade der Bilder des Leids, beschäftigt, auch unter Bezugnahme auf Susan Sontag und auch einfach geschaut, ja, wie so die Realität verändert und simuliert wird. Also Sie merken schon, alles so ganz hochbrisante gesellschaftliche Themen, die uns beschäftigen, herausfordern und eben teils auch spalten oder zumindest die Gesellschaft zu spalten drohen. Und heute geht es also jetzt um dieses brisante Buch mit dem doch sehr spannenden und vielleicht auch ein bisschen irritierenden Titel »Ich möchte lieber nicht, eine Rebellion gegen den Terror des Positiven«. Und also genau, du hast dich parallel zu all den Themen, die ich jetzt so erwähnt habe, mit diesem Buch beschäftigt, relativ lange. Du bist sozusagen lange mit dem schwanger gegangen, wie es nämlich hinten in der ehrlichen Danksagung heißt. Fand ich sehr schön. Es war eine schmerzhafte Geburt, heißt es da. Und hat eine unerklärlich lange Zeit gedauert. Jetzt möchte ich noch einen Satz ganz kurz zitieren. Da heißt es in dieser ehrlichen Danksagung, ich habe ungefähr 5 Jahre gebraucht, um mich überhaupt zu diesem Buch aufzuraffen. Und jetzt, da ich das Manuskript in den Händen halte, bin ich zwar etwas weniger unzufrieden, aber immer noch nicht glücklich. Also erschienen ist es vor 2 Wochen. Es ist sofort, also bei Erscheinen, auf die Börsenblatt-Bestsellerliste gekommen. Weitere Bestsellerlisten sind nicht ausgeschlossen, sagen wir mal. Also es rangiert so in der Top 10. Schauen Sie einfach mal in den nächsten Tagen auf gewisse Bestsellerlisten. Es gibt sehr positive Presseresonanzen und Anfragen. Und jetzt ist meine erste Frage, bist du jetzt ein bisschen weniger unzufrieden oder vielleicht sogar glücklich? Eine gewagte Frage. ich bin noch etwas zufriedener tatsächlich, ja, sehr. Und natürlich auch für den Moment tatsächlich, ich wage es auszusprechen, kurz glücklich gewesen, weil das natürlich mich dann doch freut, dass es auf Resonanz stößt. Wie, glaube ich, jeden Autor, der lange mit sich ringt um Text um das, und sich aus sich rauszieht, diese Buchstaben. Und wenn man dann merkt, dass es Menschen tatsächlich irgendwie interessiert, dann ist das sehr schön. Mhm. Ja. Wobei du auch im Vorwort hast du auch geschrieben, dieses Buch macht einfach nicht glücklich. Also Nein. Das ist sozusagen eine Warnung gleich im Vorhinein. Und da steht auch, dass du es mit dem Mittelfinger getippt hast. Habe ich mir gedacht, okay, das dauert lange mit dem Mittelfinger. Aber auf der anderen Seite, wenn man dann ganz hinten guckt, es ist auch ein 9-seitiges Literaturverzeichnis. Also ich denke mal, die Recherche und die Vorbereitung hat auch ziemlich lang gedauert. Aber warum jetzt mit dem Mittelfinger? Für die Pointe natürlich. Ach so. Aber es gibt doch auch noch ein bisschen einen Hintergrund, oder? Naja, ich glaube, es erklärt sich recht schnell, wenn man in den ersten Teil hineinliest, warum mit dem Mittelfinger.
Okay, da kommen wir auch gleich dazu. Nur noch eine Frage davor. Also der Terror steckt ja in der Unterzeile, eine Rebellion gegen den Terror des Positiven. Aber genau, also wenn Sie sich jetzt auch nochmal so erinnern, die ganzen Themen, die ich so aufgezählt habe, im ersten Moment habe ich gedacht, das geht ja doch ein bisschen in eine andere Richtung als die Dinge, mit denen du dich bisher beschäftigt hast. Gibt es so eine Verbindungslinie? Siehst du eine Verbindungslinie? Oder vielleicht magst du noch ein bisschen davor sagen, wie es zu dem Buch kam? Oder möchtest du gleich lesen? Aber das mit der Verbindungslinie wüsste ich gerne vorab. Ich denke schon, dass es eine gab. Also ich habe mich schon immer für düstere Grenzthemen interessiert. Und da war das Negative natürlich naheliegend als Thema. Also eben vorher mich im Studium viel mit Krieg beschäftigt, auch mit Terror, Armut, Gewalt. Und einfach, weil ich dachte, das sind die relevanten Themen. Und auch aus einem gewissen Idealismus heraus habe ich immer mich gefragt, wenn man die Welt, das klingt vielleicht naiv, aber wenn man die Welt verbessern möchte, muss man erstmal verstehen, warum sie so ist, wie sie ist, und man muss die Themen ehrlich benennen. Und ich habe mich früh von dieser, wie ich sie nenne, Happy-Hippo-Welt nicht so abgeholt gefühlt, weil ich immer dachte, dass es so Probleme kaschiert, entweder unter den Teppich kehrt oder dem Einzelnen so zuschiebt. Und deswegen habe ich immer gedacht, ich würde gerne lieber den Finger in die Wunde legen und wissen, warum die Sachen so sind, wie sie sind. Okay, und den Finger, den legst du jetzt ganz schön tief in die Wunde. Und dann würde ich sagen, hören wir mal was aus dem ersten Teil. Genau, also wir haben, ich weiß jetzt gerade nicht mehr genau, ob Sie das gesagt hatten, Herr Mayer, also wir haben uns für 3 so kurze Lesepassagen entschieden, dauern immer ungefähr 10 Minuten, und dazwischen ist dann nochmal jeweils ein Gespräch. Aber dann bekommen Sie auch einen ganz guten Eindruck von dem Aufbau des Buches. Der Terror des Positiven. Herr Professor, gestern schien mir die Welt noch in Ordnung. Adorno, mir nicht. Mein Duschbad belehrt mich. Zu dieser Feststellung gelangte ich neulich in der Drogerie. Erinnern Sie sich noch an das letzte Jahrhundert, als Badezusätze ganz simpel frische Kick oder Blütentraum hießen? Nun weiß ich nicht mehr, ob ich bei Rossmann oder beim Therapeuten bin, denn die neuen Tuben schreien mich an. Sei frei, verrückt und glücklich. Es heißt wirklich so. Das Duschbad des Grauens wird so angepriesen. Der sonnige Duft nach Orange sprüht vor Glück und schenkt so ein Gefühl der Leichtigkeit. Ich möchte bitte nicht, dass da was sprüht. Dabei hat die allerneueste Produktversion nicht mehr nur sonnigen Glücksduft nach Orange. Nun soll auch noch, na klar, Glücksklee enthalten sein. Unter den Inhaltsstoffen befindet sich eine Pflanze, die zwar wie ein riesiger Glücksklee aussieht, aber die Wirkung von ganz normalem Rasen hat. Eine Etage tiefer steht ein anderes Duschbad in peppigem Lila. Sei frech, wild und wunderbar. Bitte nicht. Doch die Tube, das trägt das Versprechen. Der spritzig freche Duft nach Brombeere sprüht vor Heiterkeit und schenkt so ein Gefühl der Ausgelassenheit. Puh, ich platze auch gleich vor lauter Heiterkeit und erwerbe ein schönes Stück Kernseife. Noch vor wenigen Jahren wurden Produkte anhand ihrer Inhaltsstoffe oder ihrer Wirkung verkauft. Die Seife macht sauber und sie duftet vielleicht ein bisschen. Heute sind die Inhaltsstoffe Stellvertreter für einen ganzen Lebensstil. Die Orange im Duschbad soll nicht nur gut riechen, nein, ich soll auch so werden wie sie, spritzig und frech. Die Produkte sagen mir nicht mehr nur, was sie enthalten, sondern was der Käufer mit seinem Leben anstellen kann, wenn er sie erwirbt. Das verdeutlicht einen großen Wandel in der Konsumkultur. Es kommt immer mehr auf die Selbstverwirklichung an, den Ausdruck der eigenen Hyperindividualität. Und das auch beim Kauf eines seifenhaltigen Körperpflegeprodukts. Duschen wird dann zum gigantisch spritzigen Wassererlebnis und Kaffee trinken zur hochexotischen Reise der Sinne in den guatemaltekischen Regenwald. Warum wollen wir sowas? Den Hang zur Singularisierung hat der Soziologe Andreas Reckwitz beschrieben. So streben Menschen, sobald ihr materieller Besitz gesichert ist, nach dem Besonderen und Einzigartigen. Das können Kunstwerke sein, seltene Türklinken oder handgemeißelte Marmorplatten für die Kücheninsel. Noch besser sind aber Erlebnisse, die schon ihrer Natur nach einzigartig sind, weil sie sich nicht wiederholen lassen. Dschungelexpeditionen in Sumatra oder Wingsuit-Fliegen in den Dolomiten. Warum so speziell, fragt man sich. Man könnte Reckwitz hier existenzialistisch interpretieren. Wir wollen unser eintöniges Alltagsleben aufwerten. Es soll so besonders wie möglich und damit auch so glücklich wie möglich sein. Denn das Leben ist oft grau und beschwerlich und das Besondere verspricht eine kurze Ausflucht. Gerade hier wird die Produktwerbung aber so absurd. Während eine Weltreise wirklich einzigartig ist und aus dem tristen Trott heraussticht,
ist das Versprechen magnetischer Männlichkeit mittels massenhaft produzierter Deo-Roller das Gegenteil von Einzigartigkeit. Theodor Adorno sah den Gegenentwurf zur Konsumkultur in der Kunst, nämlich in einem Versprechen, dessen Einlösung immer gebrochen ist. Die heutige Produktsprache dagegen ist ein Versprechen, das man niemals einlösen kann. Ganz ähnlich verhält es sich mit Nahrungsmitteln. Mit dem ehrgeizigen Vorhaben, mir einen schnöden schwarzen Tee zu kaufen, gehe ich in den Supermarkt. Im Regal natürlich ein Überangebot an pastelligen Schachteln in den Farben eines impressionistischen Sonnenaufgangs. Ich brauche 25 Minuten, um annähernd eine Orientierung zu finden und habe hinterher meinen Namen vergessen und den Grund, warum ich überhaupt hier bin. Tee in der Geschmacksrichtung Sahne, Buttercreme, Blaubeermuffin, Osterspaziergang, Meeresfrüchte, Heringsfilet. Ach nee, zu weit gelaufen, das ist schon das nächste Regal. Die Unmengen an Fitness- und Abnehmtees sind ja noch harmlos gegen die abgedrehten rosafarbenen Frauentees mit der Beschreibung geheimnisvoll, leicht und lieblich für mehr Einfühlungsvermögen. Ja, auch das ist ein Originalzitat. Natürlich daneben steht passend dazu der Männertee, der auch völlig ironiefrei stark, herb und würzig ist. Spätkapitalismus am Limit. Sind denn alle bescheuert geworden? Es ist nicht mehr weit bis zum schwarzen Männerpfeffer, roh, scharf und kernig oder zur roséfarbenen Frauenbutter, cremig, streichelzart und formbar. Was einem aber am allermeisten auf den Zeiger geht, kaum eines dieser Produkte kommt noch ohne Imperativ aus. Sei schön Tee, schlaf gut Tee, träum süß Tee, arbeite produktiv Tee, fuck you Tee. Dann endlich in diesem Regal aus der Hölle finde ich einen Kräutertee. Aber ach schade, es handelt sich um einen zitronigen Wirbelwind mit frischem Finale. Dazu passen dann nur noch der schwedische Frische-Kick auf dem Streichfett und die Power-Berry-Exotik auf der Trockenobstmischung. Bitte nicht. Ich will überhaupt kein Finale. Wie bin ich eigentlich in diese aufbrühbare Selbsthilfegruppe geraten? Ich gehe wieder nach Hause und trinke seitdem nur noch eisenhaltiges Leitungswasser. Der dominante Imperativ auf der Teepackung ist kein Zufall. Er versinnbildlicht, was der Soziologe Sigmund Baumann mit einer neuen Command Culture beschreibt. Fußte unsere Moral früher noch auf Verboten, die besagten, tu dies oder jenes nicht, basiert sie heute auf Kommandos. Sei produktiv, reich und dünn. Die Normen haben sich gewandelt von einem du darfst nicht zu einem du musst. Das führt natürlich unweigerlich zur Erschöpfung und erschöpft sind wir alle. Du sollst dich überall mit Leidenschaft einbringen, dich verwirklichen und du sollst dabei auch noch sehr glücklich sein. Baumann beschreibt, dass die Menschen früher beim Therapeuten waren, weil sie unter ihrem Sexualtrieb litten und ihre Wünsche nicht ausleben konnten. Heute ist es umgekehrt. Weil wir ständig etwas wollen sollen, haben wir weder Lust noch Kraft. Und das gilt für fast alles im Leben. Man soll tun, was man liebt, es soll Spaß machen, aber auch sinnvoll sein. Make a difference. Die Soziologin Eva Illus sieht darin die Vermengung von Gefühlen und Ökonomie, was sie in ihrem Buch Der Konsum der Romantik als emotionalen Kapitalismus beschreibt. Während die Wirtschaft immer mehr unsere intimen Emotionen anspricht, richten wir umgekehrt unser Gefühlsleben auch immer mehr an marktkonformer Wirtschaftlichkeit aus. Beispiele dafür findet man überall. Unsere individuelle Vorstellung von Liebe und Romantik ist von Klischees wie der Restaurante-Tiefkühlpizza-Werbung geprägt. Wir können diese romantische Utopie also für 3,99 € erwerben. Gleichzeitig wird der Baumarkt, in dem man graue Spreizdübel kauft, zum emotionalen Abenteuer der privaten Selbstverwirklichung. So wie die Gesichtscreme sagt, weil ich es mir wert bin, sagt die Fliesenfachabteilung, du kannst alles erschaffen. Das meint Illus, wenn sie behauptet, Ökonomisches wird emotionalisiert und Emotionen werden ökonomisiert. Die Waren werden gefühlig aufgeladen, während echte private Gefühle auf die Kosten-Nutzen-Bilanz überprüft werden. Und irgendwann bekommen sogar private Beziehungen einen Tauschcharakter. Menschen werden dann auf ihren Nutzen hin abgeklopft mit der Frage im Hinterkopf, was bringt mir der Kontakt? Manche Leute gehen sogar so weit, dass sie für sich selbst einen eigenen Markenkern erschaffen, also ganz buchstäblich ihre Haut zu Markte tragen und ihre Unique Selling Points erarbeiten. Das nennt man dann Personal Branding. Jeder kennt jemanden, der von sich selbst sagt, das kommt davon, dass ich so crazy bin. Oder mein Favorit, Leute, die über sich selbst in der dritten Person sprechen, als wären sie ein Markenprodukt. Wenn ein Michi sagt, ach, das ist so typisch Michi, haha. Oder einfach Classic Michi wieder, Klassiker. So werden wir nicht nur von außen aufgefordert, sondern wir haben die Kommandos inzwischen verinnerlicht.
nie stehen bleiben und dauerhaft konsumieren, um dabei uns und unser Leben zu verbessern? Und wie kann man sich das selbst besser beweisen als durch ständigen Konsum? Die neue Kommandokultur dominiert so alle Lebensbereiche: Ernährung, Gesundheit, Medien, Politik und Bildung. Dem Glücksterror kann niemand entrinnen. Moment, ein kleiner Sprung. Der Glücksterror nervt, er macht alle irre und er baut einen sinnlosen Erwartungsdruck auf. Er verlagert politische Probleme auf eine psychische Ebene und macht so den Einzelnen für sein Schicksal komplett verantwortlich. Im Streben nach Glück ziehen wir uns wie Kinder ins hügelige Wohnzimmer zurück. Je mehr Coaches vom wahren Selbst fantasieren, desto unauthentischer leben wir. Kurzum, die Glückssuche macht eigentlich unglücklich. Doch ebenso, wie wir das Positive überbetonen, missachten wir das Negative. Das ist aber zu kurz gedacht, denn so wie die Obsession mit dem Glück negative Folgen hat, hat das Negative überraschend viel Gutes. Das Leben ist hart und irgendwas geht immer schief. Wir müssen uns das Recht zurückerobern, denken zu dürfen, dass einiges, sogar vieles, einfach schlecht ist. Auch wenn uns inzwischen ein ganzes Buchgenre aus pseudowissenschaftlich optimistischer Lebensberatung vom Gegenteil überzeugen will. Ein klassischer Buchtitel aus dieser Happy-Hippo-Welt, in der man aus allem etwas lernen soll, ist »Wie ich den Burnout überlebte und was ich daraus gelernt habe«. Viel ehrlicher wäre »Ich bin immer noch extrem ausgebrannt und es ist ein endloser Albtraum«. Statt »Der Schlüssel zu Optimismus, Selbstliebe und Energie, durch positives Denken, nachhaltig Resilienz trainieren, Depressionen überwinden und mehr Kraft und Motivation aufbauen oder Gelassenheit lernen, Entspannung auf Knopfdruck, wie sie durch Achtsamkeit und einfache Methoden aus der Psychologie, bewusster Leben, Meditation praktizieren und Glück in ihrem Leben anziehen«, so heißen diese Bücher tatsächlich, würde ich lieber lesen: Hey, na, wer rein positiv besetztes Esoterik-Vokabular in viel zu langen Sätzen aneinander, um ihn einzureden, dass ernsthafte Depressionen nur Ansichtssache sind und sie sich noch nicht genug anstrengen, sie Loser. Und ja, das ist erst die Überschrift. Der Untertitel ist dermaßen lang. Wenn Sie am Ende angekommen sind, sind auch Ihre letzten positiv aufflackernden Gefühle verschwunden. Warten Sie es nur ab. Statt »Glückliche Kängurus springen höher«, auch diesen Buchtitel gibt es wirklich, lieber, Kängurus sind eine Plage in Australien, deswegen werden sie regelmäßig abgeschossen und je höher sie springen, desto eher werden sie getroffen und desto schneller sind sie tot. Erst neulich las ich, aus Sternenstaub erschaffen liegt es in deiner Natur zu leuchten. Ich möchte lieber nicht leuchten. Warum kann es nicht heißen, wie alle Menschen bist auch du sterblich und hast noch ca. 45 Jahre, bevor du zu Staub zerfällst. Gewöhne dich lieber an den Gedanken, denn er macht dich stark und er kann unglaublich befreiend sein. Eine echte Erleichterung wären außerdem ehrliche Danksagungen in Büchern. Statt dieses Buch zu schreiben, war eine wunderbare Erfahrung. Vor allem möchte ich meiner liebenden Ehefrau Sandra für die Unterstützung danken. Dieses Buch war eine schmerzhafte Geburt, die eine unerklärlich lange Zeit gedauert hat. Währenddessen war ich in einem so angespannten und aggressiven Zustand, dass meine Frau und ich nun getrennte Wege gehen. Tut mir leid, Sandra, aber du hast auch ein bisschen genervt. So, vielen Dank. Haben wir jetzt ein bisschen das Fett wegbekommen. Der zweite Teil war jetzt, also die zweite Lesepassage war jetzt sozusagen schon der Überteil zum Teil 2. Da ging es jetzt um das, im Teil 2 geht es um das Positive am Negativen. Wir bleiben aber jetzt noch ein bisschen beim Negativen am Positiven. Das ist das Thema beim Teil 1. Und genau, also wir haben es ja gehört, diese neue Kommandokultur und der Glücksterror. Und das war in der ersten Passage, wo du sagst, er dominiert einfach alle Lebensbereiche, also eben wirklich Ernährung, Gesundheit, Medien, Politik, Bildung. Wie konnte es so weit kommen? Was ist da deine Erklärung? Ich glaube, da muss man ein bisschen weiter ausholen. Ich würde sagen, es gibt mehrere Treiber. Also einmal diesen neuen Individualismus, dass wir eben alles so sehr individuell und psychologisch betrachten, aber vor allem auch eben diese Entwicklung, dass der Neoliberalismus, in dem wir leben, sich sehr stark mit der Meritokratie verschränkt, also die Leistungsgesellschaft. Und zwar nach der Vorstellung, jeder bekommt die soziale Position im Leben, die er sich aus eigener Kraft verdient hat. Das ist die Idee. Und der Staat müsste dann auch nicht gegensteuern, sondern der freie Markt würde das schon fair regeln. Und dieser Ansatz, der wird, finde ich zu Recht, oft kritisiert, weil
meiner Meinung nach das vereinfacht ist und oft nicht stimmt, weil ungleiche Chancen zum Beispiel ignoriert werden, ungleiche Startbedingungen die Menschen haben und weil es die Rolle des Individuums sehr stark überschätzt. Weil ich glaube, das Problem an dieser Denkungsart ist eben, dass wir im Umkehrschluss annehmen, dass Menschen selbst schuld an ihrem Leid sind, dass sie selbst schuld an ihren Krankheiten sind oder wenn sie in Armut leben, dass man dann denkt, das ist ihnen zu Recht passiert, sie haben das irgendwie verdient. Und das hängt damit zusammen, dass wir eben die Dinge sehr individuell begreifen, sehr psychologisch, statt sie politisch zu begreifen vielleicht. Und so denken wir, wenn wir nur an unserem Mindset arbeiten und diesen ganzen Kommandos folgen, dann werden wir schon irgendwie glücklich sein. Und ich glaube, davon sollte man vielleicht ein bisschen wegkommen, dass das positive Denken so das Allheilmittel ist, weil das ist, denke ich, ein Trugschluss. Und deswegen ist so ein bisschen die These im ersten Teil, dass es wichtig ist, dass man die Kämpfe wieder außerhalb von sich sucht und mehr wieder gesellschaftlich sieht. Genau, also tatsächlich ist es so, dass du mit der positiven Psychologie sehr hart ins Gericht gehst, finde ich. Also ich habe tatsächlich persönlich es bisher ein bisschen anders verstanden. Und aber auch die ganzen Thesen, die du bringst, sind alle wissenschaftlich untermauert. Also ich, genau, über so ein paar habe ich durchaus dann nochmal nachgedacht. Es würde jetzt tatsächlich zu weit führen, das jetzt komplett inhaltlich auseinanderzunehmen. Aber was mich eben sehr interessieren würde, wie gesagt, sehr viel recherchiert, aber hast du auch tatsächlich mit wissenschaftlichen Vertretern oder Vertreterinnen der positiven Psychologie persönlich gesprochen für die? Also ich habe klassisch, ganz klassisch recherchiert. Ich habe einfach die Bücher gelesen und Aufsätze, also ganz verschiedene Vertreter, zum Beispiel Barbara Ehrenreich oder Jesse Singel oder Eva Illus und Edgar Cabanas. Das waren so wichtige Quellen für mich. Aber um nochmal auf den Kritikpunkt zurückzukommen von der positiven Psychologie, mir geht es so darum, dass Martin Seligman, der Hauptbegründer ja eigentlich von dieser Denkschule ist, dass dieser Ansatz von ihm eben ist, jeder kann alles verbessern. Ne? Also wenn man davon ausgeht, in der Therapie geht es ja darum, dass Leidende wieder, dass es ihnen wieder gut geht. Das ist absolut völlig legitim. Aber ihm geht es darum, dass jeder, dem es schon gut geht, sich auch noch verbessern kann. Jeder kann alles optimieren. Und diese Denkschule der positiven Psychologie sagt eben, jeder hat auch sein Glück selbst in der Hand. Und er hat da zum Beispiel, also Seligman hat so eine ominöse Glücksformel aufgestellt, nach der angeblich das Glück fast unabhängig von den Umständen ist und es nur daran liegt, welche Perspektive du dazu einnimmst. Und das haben einfach viele Psychologen und auch andere Wissenschaftler stark kritisiert, weil sie sagen, diese Formel ist nicht haltbar. Und die Kritik daran ist eben, dass Seligman schlecht belegt, woher er überhaupt darauf kommt. Also er gibt kaum Quellen an. Und der andere Kritikpunkt an der positiven Psychologie, der oft auch dann aufkam, ist, dass es viele große konservative Geldgeber gab, die das auch so mächtig gemacht haben. Also zum Beispiel Coca-Cola oder die Templeton Foundation. Und das zufällig passt eben dann auch noch diese Denkschule perfekt in diese neoliberale Zeit, in der wir heute leben, wo man eben glaubt, jeder ist seines Glückes Schmied. Das hat natürlich die Werbeindustrie wiederum dankbar aufgenommen. Nach dem Motto, man muss nur das Richtige konsumieren und dann wirst du schon glücklich werden. Und das ist so dieser individuelle Aspekt, den ich sehr stark kritisiere. Genau, also das glaube ich eben auch, dass einfach sich der Kapitalismus und die Konsumkultur einfach sehr viele von diesen Ideen zu eigen gemacht hat und vielleicht auch pervertiert hat. Also meiner Meinung nach, wie gesagt, gibt es da eigentlich einen anderen Grundgedanken, aber das ist ja egal, weil es geht jetzt eigentlich darum, wo wir im Moment stehen. Und da, genau, würde ich dir absolut recht geben. Und du hast vorhin, genau, du hattest im Vorgespräch erzählt, dass es jetzt sehr viele Anfragen von Frauenzeitschriften gab, die auch ganz gern möchten, dass du einen Artikel schreibst, jetzt eben in Folge dieses Buches. Und ich habe so ein bisschen so drüber nachgedacht, also ich finde eigentlich gerade Frauenzeitschriften sind ein sehr gutes Beispiel dafür, wie eben diese Idee vielleicht auch für eigene Zwecke benutzt wird. Also ohne jetzt irgendwelche Titel zu nennen, aber ich denke mal, Sie kennen die auch. Also da gibt es dann die Zeitschrift rund um das dänische Glücksgefühl oder eine andere Zeitschrift sagt halt für das kleine Glück und ohne Eile und man muss sich nur Zeit nehmen, um alles zu genießen. Also das sind ja auch genau diese Slogans.
Und also es ist jetzt auch egal, von welcher Zeitung da jetzt oder Zeitschrift da jetzt Anfragen kamen, aber mich würde jetzt deine Einschätzung interessieren, wie so die Reaktionen waren, ob da vielleicht deiner Meinung nach ein gewisses Umdenken stattfindet oder genau, also ob du da schon was angestoßen hast dort in dem Bereich? Das kann ich natürlich so nicht einschätzen, aber ich glaube, also aus einer feministischen Perspektive ist natürlich das Genre der Frauenzeitschrift erstmal kritisch zu betrachten. Ne? Also jeder kennt ja diese ganzen Diät- und Beauty-Tipps und so weiter. Also das sehe ich kritisch. Natürlich gibt es solche und solche Magazine und ich denke schon, dass es sich vielleicht ein bisschen der Markt da auch diversifizieren muss, dass man mehr Wissenschaft vielleicht zu Wort kommen lässt, auch kritische Artikel, dass man auch Politik oft jetzt mehr behandelt, auch einfach feministische Perspektiven zu Wort kommen lässt. Das kann gut sein, ja. Okay, und von den Print zu den sozialen Medien, also das haben wir ja auch im ersten Teil gehört, dass, wie du das so beschrieben hast, also genau, dass da jeder an seinem oder viele Menschen an ihrem Personal Branding arbeiten und die Unique Selling Points entwickeln und zu Markte tragen und also tatsächlich, um eben in den sozialen Medien Erfolg zu haben, ist es heute praktisch unerlässlich, würde ich jetzt mal sagen. Und es ist eben auch mit einem unglaublich großen Druck verbunden. Also es wird einfach erwartet, dass man immer sich als die beste Version seiner selbst präsentiert. Und da hast du eben auch einen wunderschönen Satz in diesem Buch, der heißt, ich möchte lieber nicht die beste Version meines Selbst sein, ich möchte einfach nur hier sitzen. Also sehr schön, wir sitzen hier, sind aber vielleicht doch die beste Version unserer selbst. Ja, gerne. Ich möchte lieber nicht die beste Version meines Selbst sein. Ich möchte einfach nur hier sitzen. Du bist jetzt auch selbst im Internet und in den sozialen Medien präsent. Also es ist ganz klar, als freie Publizistin hast du eine Website. Ohne ist es nicht möglich. Du hast tatsächlich auch schon seit 2014 einen Twitter- und Instagram-Kanal. Also auch schon recht früh, ich weiß es gar nicht, wann hat ein Instagram angefangen, na egal. Da habe ich mich jetzt auch so gefragt, also ob in der Zeit, während du an diesem Buch gearbeitet hast, sich deine Art, den Kanal zu nutzen, verändert hat? Eigentlich nicht. Also ich würde sagen, hört man mich? Ja, gut. Ich habe das natürlich so als Soziologin schon immer kritisch gesehen, aber natürlich komme ich auch aus einer Generation, die davon ganz stark geprägt ist. Und das ist natürlich auch, also auch zum Beispiel Instagram ist ja auch ein tolles Medium, wenn man zum Beispiel Kunst und Ästhetik mag oder auch inzwischen Memes und Politik sind ja dort auch vertreten. Aber natürlich gibt es eben durch die Algorithmen auch Zwänge und das ist auch schwer, sich dem zu entziehen. Und ich fand ganz spannend, ich habe während der Recherche bin ich an eine Studie gekommen aus den USA, die hat gezeigt, dass unter jungen Studenten fast 80% sagen, ihr Name ist eine Marke, den sie sorgfältig pflegen müssen und 73%, also sehr viel, versuchen in Social Media immer positiv zu sein, wenn ihr echter Name im Spiel ist. Und der Großteil der Probanden hat gesagt, nicht nur positiv, sondern glückselig, hingerissen, sogar mitreißend, also wirken zu müssen. Also dieser Druck, das ist tatsächlich ein großes Thema und der passt auch zu meinem Begriff, den ich auch im Buch dann umreiße, auf den ich irgendwann selbst dann gekommen bin, nämlich digitale Schuld. Also, okay, dieses Gefühl, dass man etwas Tolles erlebt, aber davon kein Foto macht und dann hinterher sich denkt, hätte ich mal ein Foto gemacht, weil jetzt kann ich keinem davon erzählen und ich kann es niemandem so zeigen. Und ich glaube, das betrifft die jüngere Generation jetzt noch viel, viel stärker. Aber das ist zum Beispiel einer dieser Druck-Zwanggefühle, um die es auch geht, ja. Es gibt da auch nochmal so, du bringst auch ein Beispiel von einem gewissen Business-Lion, der diesen Kanal sehr subversiv nutzt. Also ich weiß nicht, ob den jemand von Ihnen kennt, können Sie mal nachschauen, also auch wirklich sehr witzig, also einfach wie gesagt umgedreht. Und da habe ich mir dann auch gefragt, hast du da mal drüber nachgedacht, auch in irgendeiner Form damit subversiv umzugehen?
Also ich, er macht das sehr gut, muss man sagen. Er hat jetzt auch, glaube ich, ein Buch rausgebracht dazu. Klar, also das so zu brechen, das muss man auch können. Ich habe jetzt das eher subversiv versucht, in dem Buch anzugehen. Aber das ist natürlich eine gute Möglichkeit, auf jeden Fall. Genau, weil du es in dem Buch, also ein Zitat hat mir schon gehört, ein Eingangszitat von Adorno. Und tatsächlich steht vor jedem Kapitel immer so ein Zitat, das aus Literatur, Philosophie oder auch aus der Popkultur ist. Und da fand ich, die haben teilweise schon was sehr Subversives, vor allen Dingen auch eben was sehr Nihilistisches. Und genau, da habe ich mir so gedacht, so wie andere Menschen vielleicht ihr Dankbarkeitsbuch schreiben, so jeden Tag drei schöne Gedanken, ob das für dich auch eine Art war, einfach jeden Tag so drei so Sprüche zu suchen, um in die schlechte Stimmung zu kommen, um dann wütend genug für das Buch zu sein. Das ist ein guter Punkt. Tatsächlich sind es eher Künstler oder Philosophen oder Schriftsteller, die ich schon lange bewundert habe oder einfach so ein bisschen meine persönliche Sammlung von auch Künstlern, also zum Beispiel Frida Kahlo, die ja immer mit ihrem Schmerz sich beschäftigt hat, oder Knausgard, der sehr stark auch mit seinem Ringen beschäftigt war. Also ich habe mich schon immer einfach zu dieser Sorte Mensch zugehörig gefühlt und deswegen kommen die natürlich jetzt auch drin vor, oder Songtexte von Nirvana oder so, diese Nirvana-Phase, die jeder wahrscheinlich mit 14, 15 hat. Klar, das sind so Sachen, die sind einfach aus persönlichem Gusto damit dabei. Also vielleicht hat der Piper Verlag ja Lust, da irgendwie so ein Anti-Spruchbuch auszukoppeln. Fände ich eine ganz witzige Idee, herausgegeben von Juliane Marie Schreiber. Gut, also wie wir jetzt aus dieser Glücksspirale aussteigen können und warum negative Gefühle und Emotionen eben auch eine lebenswichtige Funktion haben und wie wir statt stets um unser Selbst zu kreisen, auch gezielt einen wesentlichen Beitrag zu einer besseren Gesellschaft leisten können, das erfahren wir im zweiten Teil und daraus liest du jetzt ein bisschen was. Schöner Schimpfen. Thank you for the tragedy, I need it for my art. Kaffeetassenspruch, Kurt Cobain zugeschrieben. Hier kommt ein kleines Experiment für zu Hause. Füllen Sie einen Eimer mit eiskaltem Wasser und Eiswürfeln und halten Sie Ihre linke Hand hinein. Stoppen Sie dabei die Zeit, wie lange Sie diesen Zustand aushalten. Wiederholen Sie danach den Versuch mit der rechten Hand, aber nehmen Sie vorher folgende Liste zur Hand und lesen Sie sich die Wörter laut und mit Nachdruck vor, am besten mit der Stimme von Helge Schneider. Du, Arschkrampe, Senfgurke, Fluddertrine, Flachzange, Mistfink, Schweinesausack, Nacktmull, Schluchtenscheißer, gemeiner Pimmler, Schwingtitte. Sorry. Soll ich nochmal? Zipfelklatscher, Hodengnom. Dieses Experiment mit etwas anderen Worten haben Psychologen in den USA durchgeführt. Das Ergebnis: Wer flucht, kann die körperlichen Schmerzen deutlich länger aushalten. Das Schmerzempfinden wurde beim Fluchen herabgesenkt. Es bringt also gar nichts zu sagen, denk positiv oder das wird schon. Viel effektiver sind wüste Schimpfworte. Fuck, fuck, fuck. Im Englischen hat man natürlich noch den Vorteil, dass es sich oft um einsilbige, explosionsartige Laute handelt. Die Deutschen holen auch beim Fluchen etwas weiter aus. Überraschenderweise werden sogar seelische Schmerzen gemindert, wie ein anderes Experiment gezeigt hat. Darin sollten sich Probanden eine Situation vorstellen, in der sie sich sozial ausgeschlossen fühlten. Die Gruppe, die danach für 2 Minuten durchgängig fluchte, fühlte hinterher weniger seelischen Schmerz als die Gruppe, die nicht fluchte. Schimpfen mindert also beides, körperlichen und seelischen Schmerz. Das liegt den Forschern zufolge am sogenannten hypoalgesischen Effekt, also einer schmerzlindernden Wirkung. Evolutionsbiologen erklären das so: Wenn wir schimpfen, schaltet sich ganz automatisch der Fight-or-Flight-Modus der Amygdala ein, die als Teil des Angstschaltkreises im Gehirn für Kampf oder Flucht zuständig ist und uns für einen kurzen Moment unempfindlich macht. Das Herz schlägt schneller, der Adrenalinspiegel steigt. Mit anderen Worten, Schimpfen wirkt wie verbales Morphium.
Nach einer anständigen Hasstirade fühlt man sich um einiges besser als nach der Lektüre eines esoterischen Selbsthilfebuches, das behauptet, Menschen bestünden aus Sternenstaub und wären zum Leuchten geboren. Schimpfen verleiht unserer Existenz wenigstens kurz einen Sinn. Und manchmal wirkt es sogar in extremen Situationen als Ventil. Die etwas makabre Webseite planecrushinfo.com hat Blackbox-Aufzeichnungen von abstürzenden Flugzeugen seit dem Jahr 1962 gesammelt. In dieser traurigen Auflistung wurden auch die letzten Worte der Piloten im Cockpit dokumentiert, bevor der Kontakt zur Maschine abriss. Die Aufzeichnungen sind in dem Kontext so tragisch und so real, dass man sie kaum aushalten kann. Doch sie offenbaren eine wichtige Erkenntnis über die menschliche Existenz. Den Tod so gnadenlos vor Augen haben nur wenige Piloten zu Gott gebetet oder sich gegenseitig besänftigt. Stattdessen haben sie vor allem zwei Wörter verwendet: Fuck und Shit. In ihren letzten Augenblicken, einer Situation von unfassbarem Stress und allergrößter Emotion, haben fast alle geflucht. Zwischen dem Ende des menschlichen Lebens und seinem Anfang gibt es übrigens eine erstaunliche Parallele. Gebärende Mütter im Kreissaal haben eines gemeinsam: Sie fluchen, bis die Schwarte kracht. Hebammen berichten, dass bei der Geburt mit Inbrunst höchst exotische Ausdrücke herausgeschrien werden, die man sonst eher selten hört. Und das aus denselben Gründen, nämlich um sich in den Kampfmodus zu bringen und so den großen Schmerz besser auszuhalten. Fluchen und Schimpfen sind also sinnvoll. Sie sichern zwar nicht unser Überleben, doch sie helfen in Extremsituationen, das Furchtbare zu verarbeiten und den Schmerz ein wenig zu lindern. Manchmal sogar die Todesangst. Man kann darum sogar behaupten, Fluchen und Schimpfen sind die Sprache von Leben und Tod. Die Kunst des Schimpfens. Gekonnt ausgeübt, hat Fluchen eine reinigende Wirkung. Aristoteles schwor zwar auf die Katharsis und empfahl den tugendhaften Athenern im Theater, Tragödien anzusehen, um Rührung und Schauder zu durchleben und sich so von negativen Emotionen zu reinigen. Doch der alte Grieche kannte offenbar die Freuden böser Schimpfwörter nicht. Fluchen ist eine völlig unterschätzte Kunst. Sich dem Ärger hinzugeben und ihn voll auszuschöpfen, in seinem Brodeln zu schwelgen, ist ein wunderbares Gefühl, an das die antike Katharsis niemals heranreicht. Kaum etwas ist so befreiend, wie den Idioten ein Sackgesicht zu nennen, wenn er einem die Parklücke wegschnappt. In unserer gepuderten Zeit ist Schimpfen das letzte Tabu. Gepflegte schlechte Laune ist mindestens so befriedigend wie das Hineinbeißen in einen saftigen Hefekloß. Stichwort Hefegebäck. Es kann kein Zufall sein, dass die Stadt mit der weltweit höchsten Lebensqualität auch die Stadt der Grantler ist. Wien. Grantler sind Menschen mit einer mürrischen Grundstimmung. Einer von ihnen, natürlich Wiener, war Karl Kraus, der die Welt mit seinen Beschimpfungen erhellte. Seine Gegner hießen Staatsscheißer, Radauschwester, Korruptionsmausi und Anekdotenverschleißer. Thomas Bernhard ist zwar nur in Wien begraben, aber dennoch der edle Großmeister des Hasses, der in einer der besten Städtebeschimpfungen sagte: Wie hasse ich diese mittelgroßen Städte mit ihren berühmten Baudenkmälern, von welchen sich ihre Bewohner lebenslänglich verunstalten lassen. Kirchen und enge Gassen, in welchen immer stumpfsinniger werdende Menschen dahin vegetieren. Salzburg, Augsburg, Regensburg, Würzburg, ich hasse sie alle, weil in ihnen jahrhundertelang der Stumpfsinn warmgestellt ist. Vor allem seine Landsleute kommen nicht besonders gut weg. Die schönsten Gegenden Österreichs haben immer die meisten Nazis angezogen. Salzburg, Gmunden, Altaussee, das sind nichts als Nazi-Nester. Linz war für ihn ein kleinbürgerliches und tatsächlich zum Himmel schreiendes Provinzloch. Salzburg eine perfide Fassade, auf welche die Welt ununterbrochen ihre Verlogenheit malt, in der das Schöpferische verkümmern und verkommen und absterben muss. Und Wien eine entsetzliche Talente-Zertrümmerungsanstalt und eine Genie-Vernichtungsmaschine. Oder stellen Sie sich nur die legendäre Olsen-Bande vor, die dänische Gaunerkomödie aus den 70ern. Was wäre sie ohne Egon Olsens berühmte Beschimpfung seiner unfähigen Mitstreiter als Jammerlappen, lausige Amateure, elende Sozialdemokraten, Rußfurzer, talentlose Käsekacker, Sandhocker, Knalltüten, feige Hunde, Fettwänste, Schlappschwänze, erbärmliche Piesepampel oder Rhinozerösser? Ach, selten hat Poesie mehr beglückt. Leitkultur, Leit mit D. Stellen Sie sich vor, solch wunderbare Wörter würden uns von den Nervensägen des Glücks genommen. Wenn man nicht mehr unglücklich, miserabel, gelaunt oder wütend sein dürfte, was würde übrig bleiben von der Weltliteratur, den großen Erzählungen, der Kunst? Hamlet, Faust, Anna Karenina, Swans Welt, all das sind Geschichten der negativen Zustände, Geschichten des Leids.
Die Autoren selbst haben gelitten, um diese Kunst überhaupt erst erschaffen zu können. Marcel Proust drückt das so aus: Obschon es mich erbittert, dass ich an so unerträglichen physischen Schmerzen leide, die besonders in den letzten Monaten die unentrinnbaren Begleiter meines Kummers gewesen sind, hänge ich an diesen, meinen Leiden, und der Gedanke ist mir verhasst, sie könnten von mir gehen. Van Gogh und Hemingway litten an schweren Depressionen und begingen Suizid. Schubert litt an Syphilis und starb an Typhus. Kafka hatte schwere Tuberkulose und dazu die spanische Grippe. Schiller war eigentlich immer krank, so wie viele Persönlichkeiten der Geschichte, bis auf Picasso. Der war immer gut drauf. Lange bevor Freud, der übrigens ganze 16 Jahre an Gaumenkrebs litt, an dessen Folgen er elendig starb, seine Sublimationstheorie der Kultur entwickelte, die kurz gesagt lautet, negative Energie kann sich in kreatives Schaffen umwandeln, hatte Nietzsche diesen Gedanken bereits formuliert. In einem Brief an Richard Wagner schrieb er über sein Leiden: Man kommt aus solchen Abgründen, aus solchem schwerem Siechtum neugeboren zurück, gehäutet, kitzlicher, boshafter, mit einem feineren Geschmacke für die Freude, mit einer zarteren Zunge für alle guten Dinge, mit lustigeren Sinnen, mit einer zweiten, gefährlicheren Unschuld in der Freude, kindlicher zugleich und 100-mal raffinierter, als man vorher gewesen war. Und über den Schmerz schrieb er sogar: Erst der große Schmerz, jener lange, langsame Schmerz, in dem wir gleichsam wie mit grünem Holze verbrannt werden, der sich Zeit nimmt, zwingt uns Philosophen, in unsere letzte Tiefe zu steigen und alles Vertrauen, alles Gutmütige, Verschleiernde, Milde, Mittlere, wohin wir vielleicht vor dem unsere Menschlichkeit gesetzt haben, von uns zu tun. Ich zweifle, ob ein solcher Schmerz verbessert, aber ich weiß, dass er uns vertieft. Nietzsche und die anderen hätten niemals ihren Schmerz als Chance zum Erfolg umgedeutet oder ihn als Wink des Universums verstanden, wie man es vom Coaching oft kennt. Doch sie wussten, dass Leid zum Menschsein gehört. Sie haben ihren Schmerz als dunkle Kontrastfolie für die hellen Momente des Lebens begriffen. Und um noch einmal auf Van Gogh zurückzukommen, der ein Paradebeispiel dafür ist, welche Kunst aus großer Dunkelheit erwachsen kann: Nachdem er zutiefst verzweifelt war und sich im Wahn bereits ein Ohr abgeschnitten hatte, fiel er in der südfranzösischen Stadt Auvers-sur-Oise in einen Schaffensrausch. In 70 Tagen, kurz vor seinem Suizid, schuf er etwa 80 Gemälde und 60 Zeichnungen. Sein Leid ist heute unser aller Glück. Denken Sie nur an die Sternennacht. Oder anders ausgedrückt, ob Sie nun an den großen Dingen leiden oder an den kleinen, ob in der Kunst oder im Alltag. Fluchen Sie, schimpfen Sie, weil das Leben zu kurz ist und weil Sie es sich wert sind. Also Schimpfen verleiht unserer Existenz wenigstens kurz einen Sinn. Das ist ja schon mal ganz tröstlich. Und Gründe zu schimpfen gibt es sehr viele, im Großen und im Kleinen. Also der Glücksatlas hat ermittelt, dass 2021 die Deutschen unzufriedener denn je waren. Okay, es war die Corona-Zeit, aber also tatsächlich, genau, es gibt so eine Skala von 0 bis 10 und dort war im Mittel der Punkt, die Lebenszufriedenheit, das Glück, 6,58 Punkte. Und das war der schlechteste Wert seit der Erhebung 1984. Also finde ich schon erstaunlich, wenn man sich einfach überlegt, was wir ja doch für einen Lebensstandard haben, wenn man sich mal vergleichen würde. Tatsächlich sagst du, dass Schimpfen aber eben auch noch mal etwas ganz anderes oder etwas Wichtiges bewirken kann. Es ist nämlich auch eine wichtige Form oder eine der vorpolitischen Artikulation. Jetzt habe ich es rausbekommen. Wie funktioniert das genau oder was meinst du damit? Damit meine ich, wer schimpft oder wer wütend ist, der drückt erstmal aus, mich stört etwas, es gibt ein Problem. Und darum ist meine These genau, Schimpfen ist eine Form der vorpolitischen Artikulation, weil gemeinsames Schimpfen und gemeinsame Wut die Bedingung ist für jede politische Veränderung. Wut ist ein wichtiger Motor. Ohne Wut hätte niemand die Französische Revolution angestoßen. Niemand hätte die Bastille erstürmt. Und ich glaube, wir hätten auch ohne die Wut der Suffragetten heute kein Frauenwahlrecht. Und der Positivitätszwang, das stelle ich so ein bisschen heraus, unterdrückt das ganze Umstürzlerische, Auffühlende. Und deswegen auch diese These, die ich da drin mache: Die Welt wurde eben nicht von den Glücklichen verändert, sondern von den Unzufriedenen.
Okay, aber jetzt hat Wut nicht unbedingt den allerbesten Ruf und nicht erst in Zeiten von Querdenkern, Wutbürgern und Verschwörungstheoretikern. Und genau, also ich fand es schon auch ganz einleuchtend, aber ich habe mir gedacht, also wütende Personen sind jetzt nicht unbedingt zurechnungsfähig oder auch nicht immer wirklich handlungsfähig, also wenn du in Rage bist. Und wie schafft man es also dann, dass man in der Wut nicht verbittert oder verhärtet wird, sondern eben wirklich diese Wut im Gegenteil konstruktiv nutzt? Also da muss ja nochmal irgendwas passieren, weil wirklich in diesem Wut, in der Wut allein funktioniert das ja nicht. Das ist eine wichtige Debatte. Im Englischen sagt man ja righteous anger dazu, also diese Wut, die wir empfinden, wenn anderen Ungerechtigkeit oder Leid angetan wird, das ist dann eine unmittelbare Reaktion auf tatsächlich existierendes Unrecht. Also eine Reaktion, die wichtig ist, weil sie uns sagt, hier ist was nicht in Ordnung. Und dann ist diese Empörung, also diese moralische Wut auch gerechtfertigt. Ja, also wenn ich jetzt jemanden auf der Straße sehe, der gerade ausgeraubt wird oder so, dann ist meine Wut ja völlig berechtigt, weil ich dann ins Handeln komme. Gerechtfertigt ist sie dann, wenn sie an objektiven Kriterien Bestand hat, könnte man sagen. Und unberechtigt ist sie dann, wenn sie eben nicht an objektiven Kriterien Bestand hat, wie zum Beispiel bei einigen oder vielen Wutbürgern, die glauben, die Regierung bestünde aus Reptiloiden oder die Impfung würde uns unfruchtbar machen. Das ist also diese Berechtigungsdebatte ist auf jeden Fall zentraler Aspekt davon. Ja. Du hast jetzt wiederum auch nochmal ein ganz anderes Beispiel. Jetzt möchte ich nämlich nochmal kurz auf den Titel zurückkommen. Ich möchte lieber nicht, die eine, der andere hat es sicher erkannt. Also genau, wir hatten jetzt auch gerade in der Passage ja doch einige Beispiele aus der Weltliteratur und auch hier beziehst du dich ja auf eine Erzählung von Herman Melville, also Bartleby der Schreiber. Der ist ja, wie gesagt, einer, der nochmal einen anderen Weg wählt. Also der ist so ganz leise und zurückhaltend, lehnt er eben einfach alles ab und sagt eben auf alles, was an ihn herangetragen wird, ich möchte lieber nicht. Also das ist nochmal eine Form der Totalverweigerung, ganz ohne Wut. Allerdings nimmt die ja absolut kein gutes Ende. Also sie führt quasi statt, dass es irgendwie eine politische Veränderung gibt, führt sie bei ihm in den Tod. Können wir trotzdem irgendwas von Bartleby lernen oder warum hast du dich auch für den Titel entschieden? Also dieser Titel ist natürlich daran eine Anlehnung, weil Bartleby immer dann sagt, I would prefer not to. Und klar, also in meinem Buch geht es eben auch um diese Haltung der Verweigerung gegenüber diesem Positivitätszwang und gegenüber diesem Wachstumsfetisch, diesem immer positiv denken. Und das ist natürlich schwierig. Also diese Schwierigkeit der Systemverweigerung, die spreche ich auch an. Slavoj Žižek zum Beispiel thematisiert das auch, der auch oft mit I would prefer not to auftritt, diesem Slogan. Und der zum Beispiel kritisiert diese Pseudoaktivität, also dieses, er sagt, wir würden alle sehr viel tun, aber eigentlich nie aus dem System ausbrechen und wir kaschieren eigentlich damit sehr stark dieses the nothingness of what goes on. Also das Problem, dass man eigentlich, wie kommt man aus diesem ganzen Rad eigentlich heraus? Und das ist mir auch klar, dass diese Verweigerung nicht immer gelingt und auch im Alltag kaum gelingt eigentlich. Und wir können ja nicht alles verneinen, sollen wir ja auch gar nicht. Aber der Versuch, dieses Buch ist ein bisschen der Versuch eines kleinen Ausbruchs. Und wenn man sich eben auch nur sagt, dass man den ganzen Glücksrummel nicht will, sondern dass man eben einfach nur hier sitzt. Ja. Okay, also genau, ein bisschen Zeit haben wir noch, glaube ich, vor der Fragerunde, weil auf ein Phänomen möchte ich unbedingt noch kommen, was dir auch persönlich, glaube ich, sehr wichtig ist. Also das ist der depressive Realismus, also den beschreibst du sehr genau und vor allen Dingen beschreibst du auch, welche Vorteile er eben gegenüber dem Optimismus hat, was ja doch auch, wenn man das jetzt im ersten Moment hört, ein bisschen verwundert. Kannst du dazu noch ein bisschen was sagen? Also die Forschung zum depressiven Realismus hat mich sehr interessiert, weil sie erstmal total counterintuitive ist. Also die Forschung zeigt, dass Menschen mit leichten bis mittleren Depressionen, also nicht mit schweren Depressionen, aber leichten bis mittleren, die Welt realistischer einschätzen. Und das ist ganz gut belegt. Also es gab dazu ein Urexperiment 1979 schon von Al Loy und Abramson und die haben eine Untersuchung gemacht. Es gab zwei Gruppen, eine
depressive Gruppe und eine nicht depressive Gruppe und die sollten eine Lampe anknipsen und der Schalter war präpariert, sodass er nur manchmal funktioniert hat. Und dann sollten sie beurteilen, ob ihr Knopfdrücken das Aufleuchten der Lampe beeinflusst hat. Und die Gruppe der Depressiven war da sehr präzise in ihrer Einschätzung und die positive Vergleichsgruppe hat ihre eigene Kontrollfähigkeit total überschätzt. Und das hat so einen ersten Anlass gegeben. Daraufhin wurden sehr viele weitere Experimente gemacht, auch vor allem von Josef Forgas. Und der hat gut belegt, dass Menschen mit einer traurig-melancholischen Grundstimmung kritischer sind, dass sie weniger Vorurteile haben, dass sie weniger anfällig für Täuschungen sind, aufmerksamer und genauer sind. Also man kann sie auch nicht so gut manipulieren. Und die Forschung, und das fand ich daran so spannend, legt eigentlich nahe, dass dann die traurigen oder die melancholischen eigentlich die normalen Menschen sind und die sehr glücklichen, die sehr optimistischen eigentlich eine dauerhafte Brille der Selbsttäuschung aufhaben. Darum geht es auch. Also ich beschreibe zum Beispiel diesen Optimism-Bias, den viele Menschen haben, dass man sich für sehr viel toller hält, als man tatsächlich ist. Und diese völlig revolutionäre Einsicht, finde ich, müsste eigentlich unser ganzes Weltbild umkehren, wenn man denkt, okay, eigentlich sind es wirklich die traurigen, die leicht depressiven und die melancholischen Menschen, die die Welt viel eher so sehen, wie sie wirklich ist. Die Frage ist halt, ob man das will. Ja. Ja. Aber auf der anderen Seite, und dafür plädierst du ja auch, also dass eben auch gerade in Politik und Wissenschaft, also plädierst du eben auch für einen anderen Umgang mit Zweifel und Kritik, also eigentlich für mehr depressiven Realismus in der Politik. Also so, ob man so weit gehen könnte, ja, sei dahingestellt. Aber ich denke schon, dass es jedem Beraterstab ganz gut tun würde, einen depressiven Realisten drin zu haben, der nochmal guckt, ist das wirklich so gut, was wir hier machen? Sollten wir das nicht nochmal prüfen? Also ich sage immer, wem würden Sie eher den Bau einer Brücke anvertrauen? Dem Optimisten, der sagt, na, das hält schon? Oder dem Pessimisten, der dann sagt, na, gucken wir doch nochmal, prüfen wir nochmal die Statik? So. Ich glaube, am Ende braucht es wahrscheinlich beides, aber trotzdem wollte ich einmal darauf hinaus, dass die Melancholischen und die Traurigen gar nicht so die Weirden sind, sondern dass es eben auch eine Berechtigung hat, wenn man so durchs Leben geht. Wobei du bringst ja auch Christian Drosten als Beispiel. Das fand ich auch ganz einleuchtend, dass das ja schon einer ist, der eben ja sehr zweifelnd ist oder eben auch zugibt, wenn er sich mal geirrt hat, was ja jetzt auch nicht unbedingt sehr populär ist, Fehler einzugestehen. Also das würde ja schon so in diese, oder Fehler oder auch Unwissen, sagen wir es mal so. Genau, also Drosten würde ich nicht als Beispiel für einen depressiven Realisten nehmen, aber für jemanden, der wirklich offen kommuniziert hat, dass er auch Zweifel hat. Und ich glaube, Zweifel sind sehr wichtig und wir unterschätzen die gerade so ein bisschen in ihrer Bedeutung, weil Zweifel eröffnen erstmal eine neue Offenheit. Also sind eigentlich ethisch sehr wichtig, weil sie sagen, also sie führen dazu, dass man wirklich nochmal einfach hinterfragt und auch vielleicht nochmal andere Perspektiven aufnimmt. Und wenn man nicht zweifelt, verschließt man sich vor dem sehr schnell. Ja. Okay, also ich glaube, jetzt haben wir ungefähr eine Stunde. Ich hätte noch ein paar Fragen, aber vielleicht, ne, ich würde mal sagen, ich würde jetzt mal an Sie übergeben und wir schauen mal, ob, genau. Danke, danke erstmal. Ja, und Verzeihung für diese Mikrostörung, das war nicht die Batterie, ich weiß nicht, irgendwie Frequenzen haben interagiert und dann in richtigen Momenten wieder funktioniert. Tut mir leid, ich kam nicht auf das technische Problem, insofern war es irgendwelche höheren Sphären. Ja, wer traut sich? Ich sehe noch keine Hand, obwohl es doch so wahnsinnig viele spannende Fragen gäbe. Ich komme auch nach oben, seien Sie gewarnt, Sie dürfen auch runterkommen, es entkommt keiner. Ah, ja, sehr gut. Ich habe Sie nicht gesehen. Wunderbar, ich komme zu Ihnen. Ich behalte das Mikro aus bekannten Gründen. Sie dürfen aber... Ich habe gar keine Frage, sondern ich wollte nur eine kleine Anmerkung machen, dass dieser Positivismus, der uns so aufgedrängt wird, sich auch in der Sprache wiederfindet. Also was ich zum Kotzen finde, und ich sage es jetzt auch mal so ganz wortgewaltig, ist dieses, alles gut, da kann irgendeiner verbluten am Boden und dann kommt der Kommissar und schaut den Mensch, der fast gestorben ist, an und fragt ihn, alles gut? Ja, also ich bin ganz allergisch gegen dieses, alles gut? Also mich hat auch mal jemand
das brüllen sie dir ja schon von Weitem entgegen. Alles gut! Und ich habe dann gesagt, wie kommst du denn da drauf? Und das wollen die Leute nicht hören, um Gottes Willen. Bloß nicht kritisch damit umgehen, sondern das ist auch dieses Diktat, man muss alles gut finden. Und ja, und ich liebe auch Thomas Bernhard deshalb, weil es war so ein Kontrapunkt. Danke. Das lassen wir einfach mal so stehen, oder? Ja, wunderbar. Hier hinten habe ich zwei Fragen. Christian Gohlke, freut mich sehr. Ja, guten Abend, herzlichen Dank für Ihren Vortrag. Zwei Fragen hätte ich sogar. Die erste ist, Sie haben behauptet, dass Schimpfen dem Leben Sinn verleiht. Das kommt mir doch als eine ziemlich große These vor, die ich auch überhaupt nicht verstehe. Ob Sie das noch mal ein bisschen erläutern könnten? Und die zweite Frage, die Tendenz zur Selbstoptimierung, das eigene Leben in die Hand zu nehmen, etwas aus seinem Dasein zu machen. Was glauben Sie, woher kommt das historisch? Wo beginnt das? Wie würden Sie das historisch verorten? Danke. Danke. Also, das ist eine große Frage. Ich fange mal mit der zweiten an. Ich denke mal, dass wir als Menschen aus uns etwas machen wollen. Das ist total menschlich und wahrscheinlich schon immer der Fall gewesen. Und Ich möchte auch in meinem Buch überhaupt gar nicht gegen diesen Fortschritt reden, sondern es geht wirklich darum, dass es vielleicht auch okay sein kann, wenn man auf einem Null-Level zufrieden ist. Weil worum es mir geht, ist, früher ging es ja darum, Menschen, die auf einer minus 10 gelitten haben, mit Therapien zu helfen, damit sie auf eine Null kommen. Und heute ist es aber dann nicht okay, auf dieser Null zu sein, sondern oft wird Leuten gesagt, sie müssen auf diese plus 10 kommen. Und das ist das, was ich kritisiere. Ich will gar nicht sagen, dass aus sich etwas machen oder so was Schlechtes ist. Das ist menschlich und auch natürlich jeder Fortschritt basiert darauf. Also genau. Und die zweite Frage, sagen Sie noch mal ganz kurz. Ihre These ist gewesen, dass Schimpfen dem Leben Sinn verleiht. Ja, das ist natürlich auch ein bisschen eine Pointe, weil man immer sagt, das Positive verleiht allem Sinn. Und ich wollte einfach sagen, wenn das Schimpfen, aber das ist, was einfach oft authentisch ist und was wir aber immer unterdrücken müssen, weil eben die Gesellschaft uns sagt, dass das Schimpfen sowas Dysfunktionales hat, dann ist Schimpfen in dem Moment ja der Ausdruck meiner ehrlichen Meinung. Und in dem Moment gibt es Sinn, weil es geht um diese Authentizität dabei, was auch gerade die Dame angesprochen hat. Wenn wir immer hören, alles gut, dann traut sich ja niemand mehr, davon mal abzuweichen. Und ich glaube, das ist so ein Diktat, was eigentlich viele belastet. Darum ging es mir. Stimmt, also das fand ich tatsächlich auch nochmal einen ganz, ganz interessanten Aspekt, also dieses Thema Authentizität. Also dass du ja eben wirklich sagst, dieser Druck, dass man sich eben immer von seiner besten Seite zeigt und möglichst positiv sein soll. Also dadurch verlieren wir absolut auch dieses eigene, also dieses Gefühl für uns selbst, wann wir eigentlich authentisch sind. Und da fand ich es nämlich dann schon auch einleuchtend, in dem Moment, wo man schimpft, dass man da doch extrem bei sich ist. Also genau, wirklich, wann bin ich authentisch? Also das mal unter dem Aspekt sich zu überlegen, fand ich eine ganz neue Denkweise. Also das hat mich ganz überrascht, ja. Einen wunderschönen guten Abend. Erstmal vielen, vielen lieben Dank für das Buch, weil du hast dich damit mit einem Thema auseinandergesetzt, womit sich viele, ich behaupte jetzt mal, viele nicht auseinandersetzen wollen oder nicht auseinandergesetzt haben, weil sie der Meinung sind, das Positive ist das, wo sie hin müssen. Auf das Buch bezogen gehe ich davon aus, es gab für dich einen persönlichen Startpunkt. Du gesagt hast, man kann es auch in die andere Richtung denken. Und ich denke auch, dass du viele der Erlebnisse darin schon verarbeitet hast und auch viele Erlebnisse, die während des Schreibens hattest, auch darin verarbeitet hast. Und jetzt zu der eigentlichen Frage, was ist so dein persönliches, nicht unbedingt Fazit, aber was ist das, was du für dich selbst mitnimmst von der Reise, von dem Start der Entdeckung des Themas bis zum heutigen Zeitpunkt? Weil ich nicht sagen würde, dass man am Ende ein Fazit hat, sondern dass es eigentlich eher eine Gesamtreise ist. Was ist so der Punkt, an dem du dich jetzt gerade dort befindest? Also es ist schon
es ist schon tatsächlich ein langer Prozess gewesen, das so einmal dezidiert alles aufzuschreiben, was man vielleicht manchmal auch schon so vermutet hat, wo man aber dann nicht genug Material hatte, um das zu validieren. Und dadurch, dass ich dann auch viel recherchiert habe, hat mich vor allem diese Forschung zum depressiven Realismus zum Beispiel selber überrascht und auch erleichtert auf eine Art, weil ich zum Beispiel dachte, okay, ich würde mich als Person auch eher auf der melancholischen Ebene einordnen. Und oft wird den Melancholischen ja gesagt, das ist nicht okay, so zu sein, wie sie sind. Und diese Forschung zeigt aber, dass es halt doch okay ist, so zu sein. Und eigentlich ist das so ein bisschen dieses Fazit, was ich so mitnehme, dass es auch schon ganz okay ist, wenn man einfach davon ein bisschen abweicht, von diesem Glücksstandard. Weil dieser Normalstandard, der so verschoben wurde, der hat mich sehr beschäftigt. Ja, du wirkst schon komisch, wenn du nicht andauernd gute Laune hast und nicht jeden Morgen unter Freudentränen erwachst. Und am Ende ist das aber vielleicht gar nicht unnormal. Und es geht viel mehr Leuten so, als man denkt. Und das ist so ein bisschen das Gefühl, was ich daraus mitnehme. Sie zertrümmern ja in Ihrem Buch so ein bisschen, wie soll ich sagen, das aristotelische Gebäude der Eudaimonia. Und wie soll ich denn damit umgehen, wenn ich einfach sage, ich würde gerne für vielleicht jetzt nicht nach dem Glück oder nach der Glückseligkeit streben, aber trotzdem ein aufgeräumtes Seelenleben hätte ich schon gerne. Finden Sie das dann auch verwerflich? Nein, gar nicht. Also da bin ich ganz bei Ihnen. Ich würde auch Aristoteles eher so interpretieren, dass er damit Zufriedenheit meint. Und ich würde Glück nochmal ganz stark von Zufriedenheit abtrennen wollen, weil Glück scheint mir so ein bisschen das Fastfood zu sein. Also wir streben nach diesem schnellen Kick und wollen immer überglücklich sein. Und ich lege dann im Buch auch dar, warum es eigentlich gar kein erstrebenswerter Zustand ist, so überglücklich zu sein, so euphorisch zu sein, weil zum Beispiel man in dieser Euphorie egoistischer wird, weil man sehr stark mit sich beschäftigt ist. Zufriedenheit wiederum ist was, was viel ein langwieriger Prozess ist. Der ist auch oft, glaube ich, mit Schmerz und mit Qualen verbunden oder zumindest mit Anstrengung. Der kommt sehr viel langsamer. Dafür ist er aber auch nachhaltiger. Und ich würde Aristoteles in dieser, was Sie meinen, aufgeräumten Seelenwelt eher dort verorten. Und das ist natürlich etwas, was absolut erstrebenswert ist. Mir ging es darum, dass das schnelle Glück, das, was oft propagiert wird in der Werbung, was man unbedingt erreichen soll, dass das nicht der Weisheit letzter Schluss ist. Daran anschließend, wenn ich Positivität höre und die Beispiele, die Sie gebracht haben, da sehe ich sehr viel das Positive im Äußeren. Ist dann für Sie ein Unterschied zwischen dem Positiven im Äußeren und so einer inneren Grundhaltung, die vielleicht so ein bisschen Richtung Zufriedenheit geht, Gelassenheit geht, die aber bei mir ist und jetzt nicht dieses, ich muss mich nach außen hin zeigen, sondern es geht um das Innere und das Äußere. Sehen Sie da eine Differenz oder ist das aus Ihrer Sicht sehr auswechselbar? Verstehe ich das richtig, dass Sie mit im Äußeren meinen, dieses... das Zeigen, ja. Da sehe ich auf jeden Fall einen Unterschied, genau, weil was ich auch beschreibe über Instagram ist ja eigentlich das Phänomen, dass wir das Romantische, das Innere zeigen, aber durch das Zeigen wird es ja das Äußere, also eigentlich ein Paradox unserer Zeit. Ich glaube schon, dass diese Zufriedenheit natürlich, wie gesagt, ein erstrebenswerter Zustand ist und das Äußere zeigen natürlich dann was Fahles hat, weil es keinen Inhalt hat. Also wenn wir aus uns selbst heraus die Dinge schöpfen, das natürlich ist es besser, wir sind dann zufriedener, aber, und dann kommen wir wieder beim Neoliberalismus an, dann konsumieren wir wenig. Und das ist am Ende, glaube ich, schon auch ein Punkt, der immer wieder angestoßen werden soll in uns, weil zufriedene Menschen schlechte Konsumenten sind. Aber natürlich ist es was, ja, erstrebenswert, ja. Wer traut sich noch? Ich bin in Ihrem Rücken. Haben wir oben noch jemanden auf der Galerie? Ah ja, wunderbar, sehr schön.
Für die Optimisten, die ja tatsächlich kritisiert werden im Buch oder die im Prinzip ein bisschen kritisch betrachtet werden, sehr, sehr überzeugend, wie ich finde, ist es ja angesichts von schwierigen Ereignissen, Schicksalsschlägen, traurigen Ereignissen besonders schwer, dann optimistisch zu sein. Und das Thema Trauer spielt ja auch eine Rolle im Buch. Da gehen Sie ja auch sehr drauf ein. Können Sie noch mal so ein bisschen erklären, was an diesem Zwang zum Positiven, gerade in einer Situation, wo man als Mensch mit einem sehr schwierigen Ereignis konfrontiert ist, was da so besonders schwierig dran ist, beziehungsweise so perfide, wenn das von außen dann an einen herangetragen wird? Sie spielen so ein bisschen auf diese Toxic Positivity an, glaube ich, ne? Das ist auch ein spannendes Thema, darum geht es auch im Buch, dass das eigentlich ein Problem ist, glaube ich, für die Menschen, die diesen Ratschlag erhalten, weil sie damit häufig nichts anfangen können. Ne? Also wenn du jetzt wirklich in einer schlimmen Situation bist, meinetwegen hast du eine schwere Krankheit, Diagnose bekommen und dann sagt dir jemand, ach, denk positiv, dann ist das wirklich ein Abwatschen, finde ich, von dieser Person und auch überhaupt nicht empathisch. Und ich glaube, dass Empathie in solchen Momenten ein besserer Ratgeber wäre, dass man dann einfach mal sagt, okay, das ist jetzt eine richtig beschissene Situation. Oft, glaube ich, hilft das Menschen mehr, als ihnen zu sagen, ach, das wird schon wieder. Und das ist genau, was Sie beschreiben, dass wir aber in so einer Zeit leben, wo wir immer das so positiv umdeuten und gerade Optimisten, glaube ich, dann an ihre Grenzen schnell stoßen, wenn denn zum Beispiel ein Krieg ausbricht oder solche Pandemien sind oder schlimme Situationen, in denen wir einfach gerade sind, weil das Umdeuten dann so an ihre Grenze stößt. Da kommt man schnell zu diesem Punkt Scheitern als Chance. Ja? Das ist ja immer dieses, aus jedem Scheitern muss man auch eine Chance ergreifen. Und das sehe ich einfach schwierig, weil eben nicht aus allem Leid auch etwas Positives erwachsen kann. Nächste Frage. Ich würde sagen, die vorletzte. Wenn sich noch jemand traut danach, gerne. Danke für den Vortrag. Ich zähle auch zu den Melancholikern, deswegen kann ich fast alles sehr gut nachvollziehen, was du gesagt hast. Das Mikro spinnt wieder, oder? Hören Sie mich? Nee? Gut. Entschuldigung. Man hat so ein bisschen den Eindruck, dass alles, was du beschrieben hast, die Folge von, ich sage jetzt mal überspitzt, Wohlstandsverwahrlosung ist. Also, dass es vor allem in der westlichen Welt sich findet, dass es eine Folge von 70, 80 Jahren Frieden, Wohlstand, jedes Jahr ist ein bisschen besser als das vorherige Jahr. Die Daten, die Finanzen fließen, strömen ungehindert. Mal in die Zukunft geblickt. Also man hat ja im Moment so ein bisschen den Eindruck, dass schwere Verwerfungen anstehen könnten, dass sich dieser Krieg ausweitet, dass er weitreichendere Konsequenzen für soziale, wirtschaftliche, ökonomische, politische haben könnte für die gesamte westliche oder überhaupt die gesamte Welt. Was glaubst du oder wie glaubst du, würde sich, was du hier beschreibst, entwickeln, wenn wir wirklich wesentlich unruhigeren Zeiten entgegengehen, als wir jetzt sozusagen in unserer Lebensspanne gewohnt sind und gesehen haben? Wäre das damit auch passé oder würde das unabhängig voneinander parallel weiter existieren, diese Positivwelt? Das ist eine gute Frage. Hört man mich? Ja. Ich denke schon, dass es damit zu tun hat, dass wir einfach in einer Zeit des großen Wohlstands leben und dass die letzten Kriege schon relativ lang zurückliegen und wir überhaupt erstmal so wohlhabend sind als Gesellschaft, dass wir uns erlauben können, über unser persönliches Glück so in dieser Form nachzudenken. Soll ich austauschen? Gleichzeitig glaube ich, dass es wahrscheinlich immer Optimisten geben wird, egal wie schlimm die Zeiten werden. Aber natürlich ist es so, dass für das dystopische Bild, dass jetzt irgendwie ein Weltkrieg ausbreche, haben wir sicherlich andere Sorgen, als jetzt unseren Hügge-Kuscheltee zu kaufen. Das ist sicherlich so, ja. Aber davon gehen wir als depressive Realisten vielleicht jetzt mal nicht aus. Aber trotzdem, also ich denke schon, dass es ist ja auch eine gewisse genetische Prädisposition, also nicht alles ist da natürlich drin angelegt, aber so der Korridor, ob man eher optimistisch oder eher pessimistisch ist, der deutet vieles darauf hin, ist tatsächlich genetisch. Deswegen glaube ich schon, dass es immer
auch sehr positive Menschen geben wird. Und das ist ja auch völlig in Ordnung. Also dramaturgisch würde ich jetzt gern aufhören, nach dieser Aussage. Aber da ich angeboten habe, dass Sie noch eine Frage nehmen, stelle ich sie noch mal in den Raum. Aber ich binde ab. Tausend Dank. Erstmal ein Applaus für Sie beide. Ja, ich muss gestehen, ich habe kurz eingegriffen dramaturgisch. Entschuldigung, es hätte noch einen dritten Lesungsteil gegeben, aber ich habe aus Rücksicht auf Ihre Fragen versucht, dass wir den erfolgreich rausnehmen, weil mir einfach ganz wichtig ist, dass wir möglichst viel interagieren. Zu Hause können Sie lesen, alleine, und hier machen wir Kontroverse. Und das unterscheidet sich auch so ein bisschen von nebenan. Ist mir auch ganz wichtig, dass wir da in der Koexistenz wirken. Und insofern hoffe ich, war das für Sie in Ordnung. Und Sie haben einen Grund mehr, den dritten Teil, der nicht gelesen wurde, sich dann selbst anzuschauen. Wie gesagt, es gibt einen Büchertisch, es wird signiert, vielleicht sogar gewidmet. Und ja, ich habe es sehr genossen und Sie haben es kurz erwähnt, aber da haben Sie mich wirklich sehr beeindruckt, dass Slavoj Žižek, der große Slavoj Žižek, hier sich geäußert hat zu diesem Buch. Das will ich Ihnen tatsächlich ganz gegen mein Naturell vorlesen. Die Wahrheit tut weh, darum wird Schreibers Buch Sie nicht glücklich machen. Aber es wird Sie zum Denken bringen und das ist das Einzige, was heute zählt. Also, mitdenken und vorher lesen. Herzlichen Dank, dass Sie da waren. Wir haben auf Ihren Tischen Programme liegen mit wunderbaren Veranstaltungen, die, wie gesagt, alle diskursiv angelegt sind. Bitte gerne mitnehmen, weiter sagen, weiter erzählen. Und weil Sie Susan Sonntag heute erwähnt haben, Sie sehen da so ein Rednerpult. Wir haben erst gestern Susan Sonntag das Leiden anderer betrachtend von 2003 Passage gelesen. Wir lesen jeden Tag seit dem zweiten Kriegstag 10 Minuten lang, irgendwann am Tag, weiß keiner so genau, wann, so laut, dass es jeder hören muss. Im Kaffeehaus, im Laden, man hört es, man kann nicht weglaufen. Also es ist auch keiner weggelaufen, da passt hier drauf auf. Ich stehe an den Türen gleichzeitig. Und das ist auch ein kleiner Beitrag von uns, die den aktuellen, ja, das aktuelle Riesenthema auch im Kaffeehaus spürbar zu machen. Ich hätte noch ganz viele Fragen gehabt, unter anderem zur feministischen Außenpolitik und ob es nicht Utopien braucht, ob wir nicht unsere Welt nur dann auch wirklich einen besseren Platz machen können, wenn wir so, zumindest so ein paar pathologische, positive Menschen haben. Aber das überlasse ich Ihnen und das Buch wird Ihnen da sicher weiterhelfen, auch auf diese Frage eine Antwort zu finden. Und ich glaube, ein Bild zum Thema Brückenbau. Sie haben sicher recht, dass man lieber demjenigen, dem Ingenieur, dem Statiker, die Brücke anvertraut, der so ein bisschen realistischer, vorsichtiger ist. Aber die Frage ist halt, würde sie jemals gebaut werden? Und insofern wünsche ich Ihnen einen wunderschönen Abend und diskutieren Sie noch ein bisschen weiter. Trinken Sie noch ein Glas Wein, weil konsumieren ist auch wichtig. Danke, schönen Abend.